Sie haben mehrfach betont, dass es Ihr Anliegen ist, für die Steiermark möglichst viel herauszuholen. Ich darf ein Thema nur benennen, wohlwissend, dass das natürlich kein spezifisches Landesthema ist, aber doch die Steiermark immer wieder auch davon betroffen ist. Das ist das österreichische Bundesheer und da hat es ja Meldungen gegeben, die wirklich echt alarmistisch geklungen haben in den vergangenen Wochen. In der Wirtschaft würde man sagen, eigentlich eine Bankrotterklärung. Und wir wissen, dass in diesem Land wichtige Standorte von Kasernen sind. Und dieses Land immer wieder gerne Zugriff genommen hat, auch auf die Unterstützung und die Hilfe des Bundesheeres, sei es bei Hochwasser, sei es bei Lawinen, sei es bei dichtem Schnee und Schneechaos, wie es dann sehr schnell heißt. Wäre das auch Ihr Anliegen, dieses Thema an bestimmten gegebenen Zeitpunkt größer zu machen im Hinblick darauf, dass das Bundesheer in der Steiermark doch eine wesentliche Rolle spielt bei Assistenzeinsätzen, die dann so nicht heißen, wie wir wissen, ja. Aber doch immer wieder ist man auf die Unterstützung angewiesen. Also das haben ja alle Parlamentsparteien im Wahlkampf gesagt und wenn es alle sagen, wird es ja hoffentlich auch eintreten, dass das Bundesheer finanziell gestärkt werden muss, so wie das ja bei der Polizei auch schon geschehen ist. Da hat es ja diese Doppelmilliarde gegeben. Ich glaube, dass der Umschwung in der Frage der Bedeutung der Sicherheit, vor allem auch durch die Polizei, die man auch wieder sieht in den Straßen, und das Bundesheer, das die grüne Grenze kontrolliert, 2015 stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, diese Übung in Spielfeld vor einiger Zeit, wo Kunasek, Kickl und auch ich bei dieser Pressekonferenz waren, einige waren dort und haben relativ kritisch zu dem Stellung genommen. Ich habe 2015 gesehen, was dort los war. Ich habe mich bei den Chefredakteuren habe ich mir längst abgewöhnt, dort zu intervenieren, das führt jetzt zum Gegenteil von dem, was man will. Aber in dem Fall habe ich sie wieder einmal angerufen und habe mich beschwert über die Berichte und habe sogar da und dort, der Bericht ist geschrieben und damit, was liegt, das biegt. Aber das ist mir auch nicht darum gegangen, dass das in irgendeiner Form korrigiert wird. Ich habe nur ins Bewusstsein gebracht, dass ich 2015 dort gestanden bin. Ich habe am Tag 15 Mal mit dem Mikl Leitner und 15 Mal mit dem Gerald Klug telefoniert, Code Autobusse. Die Autobusse haben wir nicht deswegen nicht mehr bekommen, weil es keine gegeben hat, sondern weil die in Salzburg nicht mehr weitergeschickt wurden, was in Doskozil fängt immer zum Streit mit mir an, wenn ich sage, in Nickelsdorf die ungarische Tiefebene. Das ist ja der große Unterschied, da in Spielfeld ist ein Trichter. Und wir haben ja zum Beispiel im berühmten Oktober, wo 3.500 über die Grenze marschiert sind, im Einvernehmen aufgemacht, weil wir gewusst hätten, es sind Tote, wenn man versucht, sie aufzuhalten, weil du die im Trichter nicht aufhalten kannst. Ich habe aber gleichzeitig gesehen, wie das Rote Kreuz, die Polizei mich in Bad Rottgersburg, da waren 2.500 pro Tag, in Spielfeld waren es 8.000, wie die mich in die Flüchtlingszelte nicht mehr hineingelassen haben, weil sie nicht mehr meine Sicherheit garantieren konnten. Darf ich gar nicht reden drüber, da waren mehr Waffen im Gebrauch und Gespräch, als man öffentlich berichtet hat. Und daher habe ich das für in Ordnung empfunden, dass man so einen Fall übt, wie man das geordnet machen kann, wenn, was Gott abhüten möge. Aber seit damals weiß ich, Polizei und Bundesheer, wir wollen jetzt kein Militärstaat werden und Polizeistaat, aber wir müssen besser ausgerüstet werden, da hinken wir beim Bundesheer ein bisschen nach,
was in den letzten Wochen gesagt und geschrieben wurde, war ebenso übertrieben wie in den Monaten davor untertrieben. Sie dürfen nicht vergessen, der gegenwärtige Bundesminister ist ja der Adjutant des Bundespräsidenten, der wollte, dass der das wird. Und der Bundespräsident hat ja jedem Landeshauptmann immer und immer wieder gesagt, das Bundesheer muss besser dotiert werden. Und der Herr hat den dort auch sozusagen eingesetzt. Gut, aber so arg wie manche tun, ist es nicht. Der Herr Bundesminister hat alles, was es an offenen Fragen gibt, zu sich beordert und hat gesagt, das will er sich anschauen. Und ich erinnere mich, wie es dann geheißen hat, naja, die Erbauer ist nicht sicher. Natürlich haben jetzt auch Mitbewerber für die Landtagswahl, auch Vorgänger vom Stalinger und so weiter, sofort geschrien, skandalös und so weiter. Und ich habe halt gedacht, okay, du bist Landeshauptmann, du musst nicht in der Schlagzeile stehen, und habe den halt angerufen und gesagt, Herr Minister, ich bitte Sie, das tausendmal zu überlegen, weil. Insbesondere, weil wir beide, er und ich, mit Klagen eingedeckt werden. Es sind ja Verträge, die längst unterschrieben worden sind. Ja, innerhalb von 2 Stunden hat er mir das zugesagt. Natürlich auch mit dem Hinweis, seiner Meinung war das finanziell nicht gedeckt. Sie haben das dann gedeckt. Gut, dass Sie sie gehabt haben, die Erbauer, nicht? Weil diese ganze Debatte um den Klimaschutz ist sehr wichtig. Ich weiß ja das von eigenen Kindern und so weiter und Neffen und Nichten, wie die da brennen. Aber man muss immer die Kirche auch im Dorf lassen. Die ganze Erbauer verbraucht so viel Kerosin wie ein Flug von Frankfurt nach Toronto und zurück. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.